Na hallöchen meine Lieben und willkommen zurück bei Animal Crossing am Dienstag und am letzten Januartag. Mein Gott, wir haben, wenn wir heute durch sind, haben wir einen ganzen Monat rum. Das ist schon, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ging irgendwie viel schneller, als ich gedacht habe. So, ich guck mal eben hier nach der Post. Ist, glaube ich, nur vom Museum, oder? Ich guck mal. Was haben wir da? Museum, in der Tat. Ein Triceratops-Schädel, aber den haben wir gestern komplett gehabt. Den können wir auf jeden Fall verkaufen. Sehr schön. So, ich packe das mal dahin. Was haben wir da noch? Nochmal ein Dinosaurier-Ei. Das haben wir auch schon mal abgegeben. Okay. Tu ich mal dahin. Und was haben wir da noch? Ein Bernstein. Okay, ja. Den haben wir auch schon ganz oft gehabt. Können wir auch verkaufen. Na gut. So, tue ich mal alles dahin. Da, 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 da. Dam, dam, da, da. Einmal alles weg. So, und dann fällt mir gerade was ein. Ach Mann, guck mal. Hätte ich ja gestern mal dran denken sollen. Heute ist nichts mit Verkaufen. 31. Januar heißt nämlich, heute müsste die Tombola sein beim Nook, oder? Ich glaube zumindest. Moment, ich gehe mal eben hier noch gucken. Haben wir da noch irgendwas? Elfenbeinflügel. Nee, den haben wir gestern gefunden. Okay, den brauchen wir nicht mehr. Das haben wir schon. So, dann gehe ich mal eben rein und hole mal in freudiger Erwartung mal sämtliche Lose einfach. Müsste nämlich eigentlich sein. So, wie machen wir das denn jetzt aber am elegantesten? Ist natürlich doof, weil ich jetzt die ganze... Weil ich hier so viel Kram habe, ne? Ach, das wird jetzt hier schön voll in der Bude. Okay, lass mich mal gucken. Kann ich irgendwas noch in die Schränke packen vielleicht? Eine Axt und ein Januarlos. Was willst du tun? Lass mich mal eben was verstauen. Ich kann auch quasi nichts da reinpacken. Das ist natürlich super. Ja, toll. Dann tu das mal da rein. Eine Axt, ein Januarlos. Was willst du herausnehmen? Gib mir mal die Januarlose. Okay. So, dann muss ich mal eben anderweitig Platz machen. Moment, ich stelle mal den hin. Den hatten wir schon mal, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich lasse die jetzt auch einfach mal stehen. Die müssen jetzt gar nicht passen, so vom Sound her. Sondern ich brauche einfach nur Platz im Inventar. Das ist ja super. Ja, ganz großes Kino hier wieder. Okay. Ja gut, ja, ich lasse sie mal einfach hier, weil, ne, ihr wisst schon. Okay. So, ein Januarlos, ein Januarlos, ein Januarlos. Was willst du herausnehmen? Moment, am liebsten alles kann ich nicht einfach... Ich habe genug Platz. Haha, so, wupp. Und alles im Inventar. Das geht nämlich deutlich schneller. So, stellen wir den wieder hin. Wupp. Jetzt muss ich mal eben gucken. Es wird jetzt ein bisschen voll hier, ne? Ja, blöd. Kacke. Moment. Januarlos, Januarlos und Januarlos. Ich würde gerne herausnehmen, das da. So, eins kann ich noch nehmen. Januarlos, Januarlos, Januarlos. Was möchte ich denn da wohl nehmen? Die Wahl ist ja so groß. Ein Januarlos. Okay. Ja, jetzt wird's schwierig. Moment. Das ist ja ein interessantes Briefpapier. Okay. Ich mache jetzt mal einfach schon mal ganz viele Briefe fürs Museum fertig, weil dann habe ich den einen Platz noch da im Inventar. Ja. Ja. Und nochmal. Okay. Cool. So, dann kann ich jetzt noch einmal das Januarlos mitnehmen. Ja, nehmen. Nehmen. Bitte. Bitte. Danke. Okay. So, dann haben wir ganz viele tolle Dinge jetzt da. Wie viele haben wir denn? Warte mal, dann haben wir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, mehr wären mir lieber, aber wir haben leider nicht mehr gekauft. Vielleicht möchte ich mal ab Februar doch in einen dezenten Kaufrausch verfallen. Wir schauen mal einfach demnächst. Das stellen wir dann in Kürze fest. Ja, dann machen wir heute erstmal ganz viel Tombola und ich weiß gar nicht, ob wir dann noch viel mehr machen werden. So zeitlich gesehen wäre ja aber auch nicht schlimm, mein Gott. Nimmt man ja mal so ein Special-Dings mit. Hast aber leer gemacht hier die Hütte, wa? Extra dafür. Ist extra aufgeräumt. Oh, was ist das denn? Was will ich haben? Heute veranstalte ich eine Lotterie. Ich verkaufe nichts. Zum Einkaufen musst du morgen wiederkommen. Ja, ich würde gerne wissen, was das ist. Das kann ich gerade noch gar nicht sehen. Ist das wieder Donkey Kong oder was anderes? Naja, gucken wir mal einfach. So, dann ja, drückt mir die Daumen, dass wir jetzt Glück haben. Willkommen, willkommen. Ist heute dein Glückstag? Du darfst mal dran drehen, wenn du Lose hast. Möchtest du mitspielen? Ja, ich spiele mit. Sehr schön, dann nehme ich mal die 5 Lose.
Und los geht's. Einmal drehen, bitte. Was haben wir da? Oh nein, wie schade für dich. Du hast nicht gewonnen. Du kannst noch einmal versuchen. Möchtest du? Ja, klar. Also, na, einmal drehen sind immer 5 Lose. Deswegen, wir haben nur 7 Versuche. Und ich hoffe, dass wir das NES da gewinnen. Das wäre total toll. Und los geht's. Einmal drehen, bitte. Ja. Und jetzt? Wieder nicht. Mist. Oh nein, wie schade für dich. Du hast nicht gewonnen. Du kannst noch einmal versuchen. Möchtest du? Ja. Ich will das gewinnen. Los schon. Komm schon. Los geht's. Einmal drehen. Ja, ja, ja. Jetzt. Diesmal irgendwas? Ach Mann, heute ist der Wurm drin. Oh nein, wie schade für dich. Du hast nicht gewonnen. Ja, ich merke schon. Mann. Mann. Ja, ich will. Natürlich will ich nochmal. Hallo? Was ist denn das für eine Frage? Los geht's. Ja. Diesmal vielleicht, bitte? Ach, ey, dieses Spiel hasst mich gerade. Ja, ich habe immer noch nicht gewonnen. Ich weiß. Ich kann nochmal versuchen. Wie oft kann ich denn noch? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Gleich ist es vorbei und ich habe nichts gewonnen. Ich sehe das schon kommen. Ist das? Ist das? Was ist das? Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Den 3. Preis! Ein Donkey Kong Junior Math gehört dir jetzt. Aha, okay. Ach so, das ist das NES. Ja, geil. Verkauft. Yay. Yay. Hier ist dein Preis, ein Donkey Kong Junior Math. Das ist doch, glaube ich, so ein Lernspiel, oder? Ach, keine Ahnung. Gucken wir uns mal zu Hause an. Yay, ich habe was gewonnen. Glückwunsch. Möchtest du heute noch mehr tolle Preise gewinnen? Ja, also kann ich noch? Sehr schön, dann nehme ich mal die 5 Lose. Achso, Anstand haben wir noch, okay. Ich weiß nicht, wie viele wir noch haben. Ich habe echt nicht mitgezählt. Ach, wieder eine Niete. Oh nein, wie schade für dich. Du hast nicht gewonnen. Du kannst es noch einmal versuchen. Möchtest du? Ja. Sehr schön, dann nehme ich mal die 5 Lose. Müsste aber der letzte Versuch jetzt sein, oder? So viele Lose hatten wir noch gar nicht. Ach Mann, und nochmal eine Niete. Du hast nicht gewonnen. Was für ein Pech. Komm ein andermal wieder. Achso, ja, okay. Anscheinend haben wir keine Lose mehr. Nein, wir haben keine Lose mehr. Ach Mann, das ist ja schade. Aber egal, wir haben das NES gewonnen. So, darum ging es mir. Haha, das nehme ich selten. Vielen Dank, komm mal wieder vorbei. Ich freue mich schon darauf, dich wiederzusehen. Ja, ich mich auch. Beim nächsten Mal möchte ich aber mehr Glück haben. Oder wir brauchen echt viel, viel mehr Lose. Das kann natürlich auch gut sein. Ja, ein bisschen blöd ist jetzt natürlich höchstens, dass wir auch heute wieder nichts verkaufen können, ne? Jetzt sind wir ein bisschen doof. Büttenpapier, wie hübsch. Ginkgo-Papier, ist das denn? Ich will mir das nur mal eben angucken. Was haben wir da? Winterpapier kennen wir. Büttenpapier, weiß ich auch nicht. Komm, Moment, wir gucken uns das mal eben an. Ich mag es mal einmal sehen. Das wäre das... Ach, Büttenpapier, okay, das hatten wir schon mal. So, ich breche das mal auch einfach ab. Ich will es nur mal angucken. Ginkgo-Papier wäre... interessantes Muster auf jeden Fall. Okay. Ja, na gut, aber wir haben genug Briefe hier vorbereitet. Ich glaube nicht, dass ich mehr brauche. Ja, so, bevor mir das einer abluchsen möchte, das bringe ich jetzt erstmal schön ins Häuschen. Das ist meins. Das ist meins. Ganz alleine meins. Mein ganzes Haus ist gerade voll mit Kram. Naja, aber ich kann mal ein paar Sachen ja wieder jetzt aufheben. Weil jetzt müssen sie ja nicht mehr rumliegen. Jetzt ist ja, ja ein bisschen Platz überall wieder. Das ist so doof, dass man Rüben nicht wegpacken kann. Das wäre so schön. So, wie viel Platz haben wir denn jetzt überhaupt? 4 Plätze. Moment, mach ich mal einmal. Zweimal. Und kann ich noch irgendwas anderes eigentlich jetzt? Nee, ist eigentlich alles doof, ne? Wie mache ich das denn jetzt? Wo möchte ich denn das NES mal hinstellen? Das ist auch ein bisschen doof. Ich weiß gerade gar nicht. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen mal wegräume. Ich könnte den Teppich mal wegpacken. So. Machen wir das dahin. Moment, dann mache ich das jetzt elegant. Ach, dann kann ich eigentlich auch die Tapete mal eben einpacken, ne? Komm mal her. So, Tapete auch einmal bitte her zu mir. Hier sind eine Axt und ein Bibi-Outfit. Gib mir mal das Outfit wieder her. Moment. Achso, jetzt habe ich verstauen gesagt. Okay. Auch recht. Hier sind eine Axt, ein Bibi-Outfit und eine Plane. Was willst du herausnehmen? So, das will ich einmal nehmen. Gut, und dann können wir den Teppich nämlich noch reinpacken. Weil, das ist ja eh ein seltener Teppich. Den haben wir ja von der Aziza. Genauso wie wir die Plane von Vinci bekommen hatten. Also, die werden eh nicht verkauft. So, dann wäre der Schrank nämlich voll.
Und wir haben ein bisschen schon mal aufgeräumt wenigstens. Immer noch nicht ganz so perfekt, wie ich es gerne hätte, aber wir arbeiten ja dran. So, dann gucke ich mir aber das mal eben jetzt hier an. Möchtest du Donkey Kong Jr. Math spielen? Ja, ich weiß noch nicht, ob das geil wird, aber wir gucken mal. Ja, ja, ich weiß, wie man Spiele beendet, okay. Boah, sieht auf jeden Fall alt aus. Calculate A, Calculate B. Ach. Das ist jetzt eine Demo, ne? So, ich drück mal Start. Was? Was muss ich jetzt machen? Aha. Ich bin mir nicht so sicher, dass ich schon weiß, was ich hier machen möchte. Aha. Plus 6. Ach, ich muss auf 56 jetzt kommen, oder was? Ach du Kacke. Nehmen wir mal die 6x4, weiß ich nicht. Hä? Das ist ja ein tolles Spiel. 24, wow. Aha. Das ist ja das spannendste Spiel der Welt, du. Alter Schwede. Kann ich das mal... Ja. Stehe ich ja voll drauf. Ist ja mega spannend. Leute fanden das toll? Ist ja fantastisch. So, Moment. Wenn ich jetzt... Wo habe ich denn die... Nee, ich müsste mal... Auf 56 müssen wir kommen. Dann brauche ich eine 8. Hallo. Also die Geräusche sind super. Achso, jetzt habe ich gewonnen. Das macht man jetzt die ganze Zeit. Das ist ja spannend. Ja, also wenn ihr davon mehr sehen möchtet, lasst es mich wissen. Ansonsten werde ich das, glaube ich, nie wieder spielen. Das kann ich auch, glaube ich, in den Schrank packen. Das ist ja das unspannendste Spiel, was ich je... Ja. Also ich bin so begeistert, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Da fehlen mir meine Worte für gerade. Dafür habe ich noch keine passenden Worte. Da muss ich mir neue für ausdenken, glaube ich. Yay, ich habe gewonnen. Kann es sein, dass ein Spieler 2 gerade mitmachen müsste, weil wir hier ständig auch gewinnen? Macht keinen Sinn. Ist auf jeden Fall doof. Darf ich lassen, ja? Darf ich das lassen? Ich lasse das mal. Speichern auf der Memory Card erfolgreich. Das ist schön. Ja. Das ist... ganz große Kacke. Schönes Spiel, wollte ich sagen. Hier ist nichts. Möchtest du etwas verstauen? Ja, gerne. Ach, das darf ich nicht verstauen. Ach so, da muss ich die Kacke jetzt auch noch stehen lassen. Na gut. Okay, ja, also das war mein Preis. War schön, glaube ich. Na gut. Ja. Okay. Kann ja danach nur noch spannender werden. War hübsch. Ja. Keine Ahnung, was ich da jetzt noch sagen soll. Wisst ihr was? Nutzen wir den Tag mal mit irgendwas halbwegs Sinnvollen. Ich gehe jetzt mal einfach beim Polizeirevier nochmal rum. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob im Fundbüro noch ein bisschen was ist. Dann haben wir wenigstens irgendwas Spannendes auch noch heute bekommen vielleicht. Das war jetzt ein bisschen, naja. Ich hatte ja mit was Spannenderem gerechnet, aber man weiß es nicht. Ich kann aber beruhigen, in der Regel gibt es eigentlich ganz viele coole NES-Spiele. Das war jetzt mal eins der nicht so coolen NES-Spiele. Das kommt halt leider auch mal vor. So, da ist ein Ausgraben. Das holen wir uns jetzt auch noch eben. Das wäre ja noch gelacht, wenn wir das jetzt nicht mehr machen würden. Ein Fossil. Sehr schön. Ja. Da haben wir ja hübsch Zeit verplempert mit Mist heute mal. Ist ja auch mal hübsch. Machen wir ja nicht so häufig, ne? Dass wir wirklich Schwachsinn machen hier. Weil meistens finde ich auch eigentlich alles toll im anderen Spiel, aber naja. Naja. Ist jetzt so ein Excitebike zum Beispiel gewesen, wäre meine Fresse. Hätte jetzt die ganze Zeit hier sitzen können. Hätte ich jetzt durchgezockt. Mal eben so, zum Beispiel. Oder Eisclimber oder so. Gibt ja so viele schöne alte Spiele. Das war jetzt halt nichts. Aber na gut.
Früher war eigentlich besser. Habt ihr gerade gesehen. So, hallo, Wuff. Ja, genau. Alles verloren. Okay. Lass mich mal eben. Da darf ich. Wollte noch mal eben gucken. Was haben wir da? Klamotten haben wir da. Na, wir schauen mal einfach kurz. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kreisoutfit. Das klingt ja mega spannend. Zeig mal. Ach, da hau ich mir vor lauter Freude direkt mein Knie erstmal gegen den Tisch. Geht in Ordnung. Nur zu. Kein Problem, glaube ich. Okay. Was haben wir da? Eine spannende Tapete. Eine Edeltapete. Ja, das klingt ja auf jeden Fall edel. Dann nehmen wir die doch einfach mal mit, würde ich sagen. Du kannst das Item natürlich haben. Geht in Ordnung. Nur zu. Kein Problem, glaube ich. Ja, ich glaube das auch. So, ich gehe auch schnell, bevor du dir das anders überlegst. Tschüss. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, immer gerne. Dankeschön. Danke für den coolen Kram, den ich einfach einpacken darf. So, ja, ich habe keine Ahnung, was wir heute noch so machen sollen, können, möchten, wollen, wie auch immer. Ich könnte mir mal eben das Outfit angucken, ne? Komm, das machen wir mal eben. Nein. Einfach mal nein. Nein, 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 nein. Da bleibe ich lieber bei meinem A-Outfit. Das sieht auch irgendwie nicht überspektakulär aus, aber wenigstens besser als das da. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Gut, dann... Ach so. Ich kann ja nochmal bei der Müllkippe rum, weil ich kann die ja wegwerfen. Die brauchen wir ja nicht. Ich habe, glaube ich, bei meinen alten Let's Play habe ich die, glaube ich, dann trotzdem gebunkert. Bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht sicher. Ich glaube, dass ich sie gebunkert hatte. Aber da irgendwas mir sagt, dass wenn ich das hier wirklich ein Jahr lang durchziehe, dann habe ich auch nach einem Jahr, glaube ich, keinen Bock mehr darauf. Also werde ich da nicht dann nochmal so groß weitermachen, dass ich das jetzt lohnen würde, da irgendwie die... Meine Taschen sind voll. Soll ich das Item gegen etwas austauschen oder es wieder vergraben? Nee, dann Moment. Mal gucken, ob ich das jetzt machen darf. Tauschen. Und direkt in den Brief reintauschen. So. Ha, elegant. Hat doch mal klasse geklappt. So, ja, was ich sagen wollte, es macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt die Lose zu behalten, weil ich werde nicht nächstes Jahr im Januar da nochmal rumrennen. Das ist dann auch egal. Und falls ich dann entscheiden sollte, dass das jedoch noch längerfristig weitergehen wird, ja, erstmal gucken, dass wir das Jahr erstmal rumkriegen. Manchmal hadere ich ja da auch schon so mit mir. Es ist halt einfach auch Arbeit, ne? Und da gibt es natürlich auch Sachen, die einfacher wären, als immer nur Animal Crossing zu machen, aber ich mag's. Also ich will es durchziehen, solange es geht. Und wenn alles hinhaut, kriege ich das Jahr tatsächlich voll. Aber wie gesagt, da jetzt extra die Lose zu behalten für nächstes Jahr, das ist ein bisschen albern. So, schmeißen wir mal weg. Dafür haben wir ja schließlich die Müllkippe. Wann wird das denn nochmal abgeholt? Wir haben jetzt Dienstag. Wann war das? Montags und Donnerstags? Ja, habe ich mir sogar richtig gemerkt. Sehr schön. Montag und Donnerstag um 6 Uhr. Ich glaube, ich habe sogar bei meinem letzten Let's Play extra mal morgens hier reingeschaut, um zu gucken, ob da tatsächlich jemand kommt und den Müll abholt. Aber... ich glaube, das ging nicht, weil ich glaube, um 6 Uhr morgens kommt dann einmal so eine kleine Sequenz, wo es dann heißt, so, yay, wir haben heute einen neuen Tag. Und ja, da blendet das Bild kurz aus sozusagen und man sieht halt nichts davon. Was eigentlich schade ist, weil es wäre witzig, wenn es hier noch so einen Müllmann geben würde. Das fände ich süß. Würde ich irgendwie sehr sympathisch finden. So, dann, ja, ich weiß gar nicht. Ist jetzt mal ein ich glaube, heute wird ein ganz unspektakulärer Tag. Das war jetzt auch ein bisschen ernüchternd leider mit dem tollen Gewinn da. Dann bringe ich jetzt einfach mal ein paar Briefe weg, würde ich sagen. Und ja, machen wir gleich Feierabend. Ja, machen wir das einfach. Finde ich okay. Ich denke, das ist ganz okay so. So, Penny, hallo. Guck mal, ich habe einmal Briefe für dich. Morgen können wir dann auch ein bisschen was verkaufen wieder. Dann können wir auch mal gucken, ein bisschen den Kredit noch bezahlen oder so. Wir schauen mal einfach. Möchtest du noch einen Brief versenden? Jawohl. So, mit voller Tasche ist halt immer ein bisschen doof. Ne, wenn man nichts los wird und ihr wisst, wie das Haus aussieht. Wir haben einfach nicht den Platz, um da alles auszulagern. So, nee, war leider schon alles, Pelli. Dankeschön. 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 So, ja, hätten wir das weg. Theoretisch alles zum Verkaufen, aber bei Tom geht's ja heute nicht. Also gucken wir einfach morgen dann mal, würde ich sagen. Dann, ja, schlendere ich jetzt schon mal ganz zum Haus rüber. Dann haben wir heute wirklich eine knackig kurze Folge mal. So ist das halt. Aber es ist ja nicht so schlimm, mein Gott. Ich glaube, das werdet ihr mir jetzt hoffentlich nicht übel nehmen. So, morgen geht es damit ein bisschen weniger Einschränkung dafür dann auch weiter. Ist ja auch okay. So, dann... ja, gibt eigentlich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Sonst habe ich nichts. Heute ist alle. Hab mich alle geredet.
soll ja auch mal vorkommen. So, dann, ja, speichere ich mal. Aber natürlich, wie üblich, ich danke euch natürlich fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, morgen wird es, glaube ich, dann wieder ein bisschen spannender werden. Mein Gott, haben wir halt mal einen nicht so wirklich sehr unspektakulären Tag. Leider, ich hatte mir mehr erhofft von der Tombola auch, muss ich zugeben. War halt nicht der spannendste Gewinn und naja, vielleicht haben wir beim nächsten Mal auch mehr Glück. Wir haben ja noch, also wenn wir das Jahr lang durchziehen, dann haben wir ja noch 11-mal Tombola. Also denke ich zumindest und ja, da sollten wir ja noch ein paar Gelegenheiten haben. Gut, dann bin ich aber hier raus. Ich danke euch wie gesagt fürs Reinschauen und ja, wenn ihr mögt, morgen ein neuer Tag in Animal Crossing, eine neue Folge. Dann sage ich einfach mal bis dann. Ciao.